Herzlich willkommen zu meinem Video Schneller Einstieg in HTML5 mit Microsoft Visual Studio Code. Ich gehe mal davon aus, dass du bei dir schon dieses Programm Visual Studio Code installiert hast und dass du HTML programmieren möchtest. Falls du das nicht gemacht hast, verweise ich dich auf ein anderes Video, das ich schon gemacht habe. Du gehst zu dieser Seite hier, kurz gefasst, wählst dann Other Downloads und dann hast du hier zu diesen drei Betriebssystemen und verschiedenen Prozessortypen dann dein Visual Studio Code Version herunterladen. Ich gehe jetzt gleich in diesen Editor hinein. Ich habe jetzt hier meine Version englischsprachig. Und ich zeige dir jetzt gleich, welche Erweiterungen, Extensions, Zusatzprogramme ich da installieren möchte. Ich gehe hier auf der linken Seite zu Extensions. Ich habe die englische Sprache, tippe jetzt hier German ein und bekomme die Extension hier angezeigt. Habe hier das German Language Pack, da klicke ich auf Installieren. Da wird meine Edit in deutscher Sprache umgestellt. Ich könnte jetzt hier gleich auf Restart gehen, da wird man es in deutscher Sprache gleich dargestellt. Jetzt hole ich mir aber noch zwei andere Extensions. Nämlich den Live-Server, eine geniale Sache, dann kann ich nämlich HTML-Dateien direkt hier aus meinem Editor starten und ich brauche keinen extra Web-Server. Und dann noch, last but not least, HTML-Hind. HTML-Hind ist eine Extension, die meinen Code, also mein Programm dann überprüft. Ich habe hier mehrere Programmversionen, zwei genau. Ich verwende jetzt einmal die bei mir momentan aktuelle 0.10.0, klicke auf Installieren und dann gehe ich hier rechts unten auf Restart oder ich schließe hier das Fenster und starte einfach den Editor neu und all die Veränderungen, deutsche Sprache und die ganzen Extensions werden dann installiert. Ja, meine Editor ist schon wieder neu installiert. Als nächstes gehe ich hier mal in diesen Bereich hinein bei Ordner. Erinnerst dich, vorhin waren wir gerade hier, jetzt gehe ich hier hinein und da habe ich die Möglichkeit, mir meine Ordner anzeigen zu lassen, die ich vorher hier dem Editor bekannt gegeben habe. Wenn ich irgendeinen Ordner ihm zuweisen möchte, wo ich meine HTML-Dateien hineingeben möchte, dann könnte ich hierher gehen und könnte zum Beispiel sagen, Ordner zum Arbeitsbereich hinzufügen, klicke ich drauf und kann irgendeinen Ordner auf meiner Festplatte, SSD, wo auch immer, dann hinzufügen. Wenn ich bereits die Ordner habe, wie hier zum Beispiel, könnte ich da hineingehen und könnte hier dann das hier aufrufen und dann eine neue Datei erzeugen. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, nehme eine neue Datei, SDF, Dateinamen Erweiterung HTML, es ist ja die Erweiterung von den HTML-Dateien. Habe hier momentan gar nichts drinnen und schon wird mir da hier unten dann schon eine Fehlermeldung angezeigt. Dafür zuständig ist, in dem Fall zum Glück natürlich, HTML-Hind. Das heißt, HTML hat eine bestimmte, muss man bestimmte Befehle eingeben, dass das Ganze gut funktioniert. Da ich diese Datei jetzt hier nicht benötige, kann ich sie auch löschen. Rechte Maustaste, löschen. Fragt er mich, ob ich es im Papierkorb verschieben möchte. Ich gehe jetzt hier hinein. In meinen Ordner Probe zum Beispiel. Da habe ich mir schon etwas vorbereitet. Das ist hier das sogenannte HTML-Grundgerüst. Also so schaut jede HTML-Datei aus, sondern man muss nur wissen, an welcher Stelle man dann etwas ersetzt. Hier zum Beispiel Hallo Welt. Und Hallo Welt werden wir uns jetzt gleich anschauen, indem ich hier einfach hergehe, rechte Maustaste und dann wähle ich hier den Befehl Open with Live Server. Ihr könnt auch den Server dann stoppen. Das ist diese eine Extension, die wir installieren. Ich klicke mit linken Maustaste drauf, springt mir dann in meinen Standardbrowser und öffne dann schon hier diese Datei. Ich mache es jetzt so, dass ich hier dieses Fenster auf die rechte Seite lege und den Editor auf die linke Seite. Ich habe jetzt einmal diesen Editor hier auf die linke Seite gelegt, aus folgendem Grund. Du siehst nämlich dann, wenn ich hierher gehe und hier zum Beispiel Bravo eintippe, ein Rufzeichen und dann auf Speichern gehe, Datei speichern, wird das hier auf der rechten Seite sofort dann ausgeführt. Das ist also dann gleich dein Ergebnis. Wenn ich eine andere Datei öffnen möchte, wie hier diese Index.html-Datei, klicke ich hier einfach drauf. Sie wird geöffnet. Wenn ich da jetzt hergehe und dann wieder rechte Maustaste mit Open with Live Server habe, geht das hier auf der rechten Seite auf und ich kann hier einfach dann umschalten, kann hier Dinge dann ganz einfach verändern. Ich kann mir auch sehr einfach Medien anzeigen lassen. Ich habe hier eine JPEG-Grafik. Die wird mir hier im Editor angezeigt und wie dir schon aufgefallen ist, ist es genau hier dieselbe Grafik, die ich auch hier habe. Bei dieser Datei index.html. Wenn ich mir die anderen anzeigen lassen möchte, gehe ich dann wieder hierher, öffne sie und habe sie hier schon angezeigt und hier ist genau diese Datei. Und das ist so eine HTML-Datei, besteht aus bestimmten Befehlen. Die sind hier bei mir hier in blauer Farbe genau dargestellt worden. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass man hier Paare hat. Wenn ich hier bei H1 klicke, wird mir das zweite Paar angezeigt. Das unterscheidet sich kaum, aber doch hier mit diesem Backslash. Das heißt, es beginnt dieser Tag, sagt, dass es ein Befehl anfängt und hier hört er dann dementsprechend auf. Es gibt hier den BR-Tag zum Beispiel. Das ist ein allein für sich stehender, da gibt es kein Paar dazu. Der bewirkt dann zum Beispiel, dass es zu einem Zeilenumbruch kommt. Gehen wir nochmal zum HTML-Grundgerüst. Du wirst immer so arbeiten, dass du hier dieses HTML-Grundgerüst einmal eintippst. Dann rechte Maustaste kopieren. Dann machst du eine neue Seite auf. Ich bin jetzt hier drinnen.
die nenne ich jetzt zum Beispiel ABC, wieder HTML, die ist jetzt leer, gehe jetzt hier und füge dann ein, gehe auf Einfügen, drücke auf Steuerungstaste S und wenn ich jetzt hierher gehen würde, rechte Maustaste, Open with Live Server, würde mir dann hier dann genau diese Datei wieder dann angezeigt werden. Der Visual Studio Code Editor ist so toll eingerichtet, wenn ich hierher fahre, gibt es den sogenannten Hubeffekt. Das heißt, es wird mir dann eine Information dann zu dem Tag, den ich hier habe, dann eingeblendet. Die Tags sind immer erkennbar, wie gesagt, an diesen spitzen Klammern. Sie sind paarweise häufig angeordnet. Eine nächste geniale Sache, die wir haben, ist die sogenannte Codevervollständigung. Wenn ich jetzt hierher gehe und etwas eintippe, ich weiß, wie man so einen Tag schreibt, wie dieses kleine Zeichen, dann H1 zum Beispiel, dann schließe ich das Ganze, mache diesen größer, dann hat er mir automatisch hier dieses H1 zum Beispiel eingerichtet. Das wäre jetzt hier zum Beispiel eine Überschrift. Und da schreibe ich zum Beispiel hin, Überschrift 1, Speicher wieder und auf der rechten Seite wird mir das dann hier angezeigt. Jetzt habe ich mich ein bisschen vertippt, aber du siehst, worum es hier geht. Nochmal zur Codeüberprüfung, wenn ich hier einen Fehler mache, hier etwas eintippe, wird mir das da unten angezeigt. Wenn ich das hierher gehe, dann wird mir gleich angezeigt, ob das dann jetzt richtig gestellt wurde. Eine sehr praktische Sache. Dann zum nächsten Bereich geht es um Tipps zum übersichtlichen Einrücken. Du siehst, ich habe das hier recht schön eingerückt. Man findet sich gleich da zurecht, man sieht gleich, was zusammengehört, was innerhalb dieses Headtags zum Beispiel im Bodytags steht. Wenn ich das jetzt verändern wollte, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel hergehen, natürlich ganz langsam so nach links schieben. Das geht aber auch ganz einfach. Wenn ich dann hier jetzt einmal das weiter nach rechts schiebe, dann kann ich das zum Beispiel hier markieren. Ich markiere mal alles und mache dann dementsprechend dann Shift Tabulator. Und immer weiter geht es dann zum Beispiel nach links. Ich kann es aber auch dann auf einmal machen, dass mir dann alles schön dargestellt wird, alles schön formatiert wird, wenn ich hier rechte Maustaste mache und Dokument formatieren nehme. Dann siehst du, dass hier das alles automatisch schon eingerückt wird, was innerhalb der Tags steht. Von paarweisen Schließen haben wir auch schon gesprochen, haben uns bei dem H1-Tag angeschaut. Ich mache es jetzt hier mal bei einem anderen Tag, mit dem sogenannten Paragraph-Tag. Mache hier wieder dann das größere Zeichen und er zeigt mir das dann auch automatisch dann an. Weitere Beispiele für Tags zeige ich jetzt einem Beispiel. Die habe ich jetzt hier bei mir in diesen Probeort hineingegeben, hier auf index.html. Und ich starte jetzt hier wieder im Live-Server. Diese Seite, Open with Live-Server, geht hier auf und du siehst dann auf der rechten Seite dann das Ergebnis. Schauen wir uns das kurz einmal an. Ich habe hier wieder dieses Grundgerüst. Und jetzt sehe ich schon, jetzt wäre es ja praktisch einmal zu sehen. Ich mache mal das hier zu. Diese Fenster nebeneinander zu haben, da muss man einfach nur hergehen auf Editor rechts teilen und schon habe ich hier dann dementsprechend diese einzelnen Seiten nebeneinander. Wenn ich jetzt hier gehe, das zumache, habe ich hier das HTML-Grundgerüst, hier Index.html und hier auf der rechten Seite habe ich hier meine Webseite. Und wenn du hier das anschaust, dann stimmen die ja hier an und für sich dann schon weitestgehend überein. Title, Hallo Welt, ist dann immer die Überschrift, hier zum Beispiel. Willkommen im Frühling würde hier oben jetzt stehen, was im Tabulator, Tab oben steht. Dann hier im Body-Bereich wird an und für sich immer bei HTML etwas eingefügt. Der Titel wird eben ausgetauscht. Und jetzt schauen wir uns einmal diese Befehle an, die ich hier dann eingefügt habe. Es gibt hier den H1-Tag, ein Head-Tag. Der geht, diese Überschriften-Tags gehen von H1 bis H6. Ich habe hier bei Willkommen im Frühling habe ich das mit H1 gemacht. Das ist eine größere Schriftgröße. Bei H2 erste Frühlingsgröße, schon etwas kleiner und das geht dann bis H6 dann letztlich. Dann kann man einen Text fett hervorheben. Das geht dann mit dem Tag Strong. Also alles, was ich dann innerhalb dieses Strong hineinschreibe, wird dann fett dargestellt. Das wäre in dem Fall hier dieses Bild. Dann habe ich die Möglichkeit, auch einen Text natürlich kursiv darzustellen. Das geht mit EM unten. Siehst du hier auf der rechten Seite. Man kann dann auch natürlich dann etwas zum Beispiel gelb markieren und habe dann hier, wie du es hier auf der rechten Seite siehst, das Wort Krokusse markiert und dann ist der Tag Mark, geht von hier bis hier und alles, was dazwischen drinnen steht, wird dann gelb markiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch ein A schreiben würde, dann speichern würde mit Steuerungstaste S, dann wäre das hier zum Beispiel gelb dann markiert. Ich mache das jetzt hier wieder rückgängig, entweder auf Bearbeiten rückgängig, oder hier diese Tastenkombination, Steuerungstaste Z. Und schon, wenn ich wieder speichere, wird das dann hier wieder korrigiert. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Zeilenumbruch einzufügen. Das habe ich dir vorhin schon kurz gezeigt, nämlich mit dem sogenannten BR-Tag. Ich habe jetzt hier einen BR-Tag zum Beispiel eingefügt, nach meinem Einfügen des Bildes, dass nämlich dann hier nicht hier einfach der Text weitergeschrieben wird, sondern hier dieses Mehr siehst du hier, dann wirklich in einer neuen Zeile dann
wieder beginnt. Ich habe hier einen eigenen Absatz gemacht, schön, dass du dich auf die Blume freust. Und noch so einen P macht er dann einen Abstand zum nächsten Absatz. Hier unten siehst du ein Bild mit Krokussen. Und wenn du dich erinnerst, das haben wir gerade uns angeschaut, habe ich dann in diesen einen Tag hinein dann andere Tags noch hineingegeben. Die muss man dann ineinander schachteln. Also hier zum Beispiel Mark muss mit Mark zusammenhängen, strong, strong. Und umschlossen wird es von einem gemeinsamen Paragraph Tag. Dann habe ich hier ein Bild eingefügt. Da ist der Tag praktisch ein einziger, gibt es kein Paar. IMG steht für Image. Dann SRC ist Source. Das ist dann meine Grafik, die ich hier gespeichert habe in diesem Ordner. Wir sind ja hier oben bei dieser Datei. Wenn ich hierher gehe, habe ich hier Probe-Index.html. Gebe dann hier noch die Größe an in der Breite, 46 Pixel mal 311 Pixel. Last but not least sind wir jetzt hier bei dem sogenannten HF-Tag angelangt. Da geht es um den Link, das ist dieser hier. Und das, was hier angezeigt wird in der Webseite, mein YouTube-Kanal, zum Beispiel dieser Text hier, wird hier zwischen diese A-Tags hineingegeben. Also der Schluss-Tag geht bis hier, der erste Tag geht bis hier. Und was dazwischen steht, ist dann der Text, der angezeigt wird. Und hier sind aber ganz wesentliche Informationen bei HRF. Das ist nämlich dann die Internetadresse, die dann aufgerufen wird, wenn ich dann hierher klicke. Also wenn ich hier drauf klicke, komme ich dann dementsprechend hier zu meinem YouTube-Kanal. Und Target Blank bedeutet in dem Fall hier, dass wirklich ein neuer Tag aufgemacht wird. Wenn ich hier das Ganze verändern würde und hier statt Blank Self eintragen würde zum Beispiel, dann hätte das die folgende Auswirkung, wenn ich hierher klicke, geht kein neuer Tab auf, sondern diese Seite hier wird dann zum Beispiel ersetzt. Ja, du sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Du hast die ersten Tags kennengelernt. Du weißt, wie man eine neue HTML-Seite anlegt. Du weißt, wie man sie hier im Browser dann aufrufen kann. Du weißt, dass man hier Probleme angezeigt bekommt und bist fit für die nächsten Schritte in HTML5. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit Visual Studio Code Editor und HTML5. Danke für deine Aufmerksamkeit.